Mit der Trojaner-Kampagne bewegen sich die Missionsguides nun in ihre letzte Phase, was Kampagnenmissionen angeht. Diese Kampagne versetzt uns in die Zeit von Alexander dem Großen, aber leider kann ich sie nicht als guten Abschluss bezeichnen, da sich einige Trends abzeichnen. Unser einziger Feind ist der blaue Spieler, der den Osten der Karte kontrolliert. Und hier werden die Trends schon deutlich. Feindliche Siedlungen sind hier sehr redundant aufgebaut und bekommen per Skript regelmäßig neue Träger, was es schwer macht, ihre Soldatenproduktion außer Gefecht zu setzen. Schätzungen zufolge kann eine Siedlung wie diese sogar noch dann produzieren, wenn 78% von ihr zerstört wurden. Das ist aber auch der einzige halbwegs positive Aspekt. Die anderen zwei tragen leider nicht zum Spielvergnügen bei. Zum einen gibt es in keiner der Siedlungen, denen ihr begegnen werdet, Steinfelder. Dementsprechend wird die KI auch kein einziges Gebäude bauen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das seitens des Mappers gewollt ist, denn Steinminen gibt es durchaus. Und zum anderen werdet ihr in dieser Kampagne auf kein anderes Volk treffen. Es gibt also auch keine visuelle Abwechslung. Alle benötigten Rohstoffe sind in den beiden Startbergen verteilt. Diese Erweiterung hat nie mit Bodenschätzen gegeizt und sie fängt auch jetzt nicht damit an. Ihr habt vier mögliche Wege in die feindliche Siedlung, was aber keine Rolle spielt, da ihr sie ohnehin gänzlich vernichten müsst. Die Siedlung wird sich lange zumindest alibimäßig verteidigen können, aber das ändert nichts daran, dass der Großteil des Krieges letztendlich eine Formalität sein wird. Das wissen leider nur wenige Mapper zu vermeiden.